Morgens Gegenziehen in der Sauroslau, der eine Weltladen hatte, in das Vorortbüro in der Zerbster Straße geladen, um ein gemeinsames Frühstück anzubieten. Hier sollten ausnahmslos regionale, fair gehandelte und Bioprodukte angeboten werden. Das faire Frühstück in der Agenda-Woche in Dessau, das hat Tradition. Das machen wir inzwischen, also solange ich dabei bin, machen wir das schon. Das sind jetzt 10 Jahre. Das ist erstens zum einen ein Dankeschön an unsere Ehrenamtlichen, die uns seit vielen Jahren treu begleiten und die Aktionsstände verkaufen, bei den Aktionsständen verkaufen. Und es ist natürlich auch immer wieder eine Einladung, neue Menschen zu gewinnen, über den fairen Handel zu informieren, die Öffentlichkeit einzuladen und mit uns gemeinsam schön zu schwatzen und fairen Kaffee zu trinken und was zu frühstücken. Fairer Handel, das steht im Eine Welt e.V. ganz weit oben auf der Liste, denn eine Handelspartnerschaft, die auf Dialog, Transparenz und Respekt beruht und nach mehr Gerechtigkeit im internationalen Handel strebt, ist ausgegebenes Ziel des Vereins. Die Arbeit von einem Eine Weltladen heißt, dass wir fairen Handel betreiben. Wir möchten gerechten Handel mit den Ländern des Südens fördern. Wir möchten die Produzenten in den sogenannten Entwicklungsländern unterstützen, dass sie gerechte Löhne für ihre Arbeit bekommen, dass sie langfristige Lieferbeziehungen haben und dass sie sicher ihr Leben planen können. Und deswegen gibt es in Deutschland 800 Weltläden derzeit und einer davon sind wir hier in Dessau und wir möchten eben gern mit unseren Aktionsständen immer wieder neue Menschen darauf aufmerksam machen, was wir für Ziele haben und sie dazu einladen, mit uns gemeinsam fair zu handeln. Weltläden entstanden als Reaktion auf die systematische Benachteiligung der sogenannten Dritten Welt durch die internationalen Handelsstrukturen. Es waren vorwiegend Jugendliche, durch deren Engagement die ungerechten Wirtschaftsbeziehungen zwischen Nord und Süd in den Blickpunkt des Interesses rückten. Wir machen auf den fairen Handel aufmerksam und finden das immer noch besonders wichtig, weil auch nach 30, 40 Jahren fairer Handel, den es jetzt schon in Deutschland gibt, noch immer sehr wenige in der Bevölkerung wissen, warum wir den betreiben und was wir damit überhaupt anstreben. Nämlich gerechte Löhne, nämlich sichere Arbeitsplätze, nämlich Urlaubsanspruch, Anspruch auf Pausenzeiten während der Arbeitstage. Ich denke da an die dramatischen Arbeitsbedingungen in den Textilfabriken in Asien, wo unsere Sachen, die wir uns täglich hier in allen Geschäften kaufen können, herkommen. Das ist für uns einfach Ansporn genug, um diesen fairen Handel zu unterstützen. Allein durch den Umzug von der Friedrich-Naumann-Straße in das Schwabehaus haben sich die Umsatzzahlen fair gehandelter Produkte stetig erhöht. Um diese Art des Handelns noch populärer zu machen, bieten sich demnach Aktionen wie ein faires Frühstück an.